Immerhin war ein halbes Dutzend Psychiater zu dem Ergebnis gekommen, er sei normal. Normaler jedenfalls, als ich es bin, nachdem ich ihn untersucht habe, soll einer von ihnen gesagt haben. Ein anderer fand, dass Eichmanns ganzer psychologischer Habitus, seine Einstellung zu Frau und Kindern, Mutter und Vater, zu Geschwistern und Freunden nicht nur normal, sondern höchst vorbildlich sei. Eichmann, Adolf Eichmann, war eine Nazi-Größe. Es war ein Beamter, der hat seinen Haken drunter gemacht, wenn da drunter stand, er muss so und so viele Juden ins KZ einliefern. Dann hat er seinen Haken und seinen Namen und geschrieben, wie viel das waren und wie viele da reinkommen, Akte da rein, und dann sind die deportiert worden. Das war die Aufgabe von Adolf Eichmann. Man hat bei Adolf Eichmann geglaubt, dass es sich um einen perfekten, bösartigen, zähnefleischenden, bluttriefenden, zu jeglicher Bestialität fähigen Menschen handelt, als man ihn gefangen genommen hat. Die Israelis, der Mossad hat ihn gesucht, hat ihn gefangen genommen, hat ihn in Israel, in Jerusalem vors Gericht gestellt. Und eine Frau, eine damalige Philosophin, Hannah Arendt, hat diesen Prozess beigesessen und hat für eine New Yorker Zeitschrift, jetzt weiß ich nicht mehr, die New York Times war es nicht, es war eine andere Zeit, der New Yorker oder so, irgendwie so eine Zeitschrift, für diese Zeitschrift hat sie dann tagtäglich Berichte geschrieben. Und diese Berichte, die sie geschrieben hat, hat sie hinterher in einem Buch verfasst, das hieß dann Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen. Und dieser Bericht, den sie geschrieben hat, hat in Israel damals eine richtige Welle des Entsetzens hervorgebracht, weil man hat geglaubt, in Adolf Eichmann einen personifizierten Teufel dingfest zu machen, und die ganze Trauer, der ganze Schmerz der jüdischen Bevölkerung sollte in diesem Prozess auch einen Ausgleich finden, dass man quasi sagen kann, das war wirklich ganz, ganz schlimm, was dieser Mann gemacht hat. Er hat uns gemeuchelt, gemordet, und er hat uns halt eben die Berichte, die kennen wir alle, was in den KZs passiert ist. Und das hat dieser Mann gemacht. Er ist verantwortlich jetzt, und daraufhin können wir unsere ganze Trauer, Wut, Enttäuschung und so weiter, können wir darauf projizieren. Und Hannah Arendt hat gesagt, nee, so war das alles gar nicht. Dieser Mann war eigentlich völlig normal. Er war eigentlich gar nicht in dem Sinne so böse, wie wir denken, was das Böse eigentlich sei. Und heute heißt Nachdenken, dieses Nachdenken heißt heute von der Banalität des Bösen. Ich habe mir dieses Thema zusammengereimt, als ich gedacht habe, was ich so empfunden habe, als ich in Wien, gab es einen Live-Ticker, wo in Wien, ich glaube, das ist mal gerade eine Woche her, letztes Wochenende, wo in Wien eine große Veranstaltung war für die Flüchtlinge, und da hat auch ein bekannter großer Musiker der linken Szene einen super Text gesagt und ein super Lied gesungen, und ich habe, als ich das dann fertig gehört habe, habe ich gedacht, da ist ein Fehler drin. Da fehlt einfach irgendetwas. Ich wollte diesen Beitrag, den ich heute mache, eigentlich nennen Scheiß Oligarchen. Diese Scheiß Finanzbonzen. Diese scheißreichen Typen, die alles Mögliche produzieren und finanzieren und so weiter. Und wie machen die das? Ja, wir wissen alle, dass die Menschenrechte, die die NATO versucht, ja, den Leuten klarzumachen, wir gehen wegen der Menschenrechte jetzt in irgendein Land und bombardieren da irgendeinen Diktator und befreien das Volk, die Menschenrechte und so weiter. Und wir wissen ja alle, dass es nicht um Menschenrechte geht, sondern es geht um Schürfrechte. Und diese Schürfrechte sind natürlich die Rechte des Stärkeren, der einfach in ein Land einfällt, Rohstoffe nimmt, und dass die Oligarchen arbeiten mit diesen Rohstoffen und verwerten diese Rohstoffe in Produkte hinein, machen daraus Produkte, und diese Produkte, die kaufen wir. Egal, wo wir in Deutschland leben oder in Europa leben, die ganze westliche Welt ist eine Welt, die einen Wohlstand hat, der von diesen Oligarchen kommt, der in deren Fabriken, in deren Industriezweigen produziert wird, gemacht wird,
zu etwas, was wir uns dann an die Wand hängen, sagen wir mal einfach nur einen Flachbildschirm oder ich sage jetzt auch die Kameras, in die ich jetzt hier hineinspreche, die sind ja auch aus bestimmten Produkten gemacht. Die werden ja immer besser, die werden immer kleiner, immer leichter und die werden eigentlich wirklich immer detailgenauer. Und diese ganzen Sachen kaufen wir. Und sie kommen aber alle aus irgendwelchen Ländern, auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Ich sage immer, wenn ich in der Friedensbewegung so manche Rede gehalten habe, da habe ich immer gesagt, guckt euch mal die Stadt an, in der ihr lebt. Die Glasfassaden, die Steinfassaden, den Asphalt. All das, was ihr anfassen könnt, wenn ihr durch eure Stadt geht, das kommt gar nicht aus der Stadt, in der ihr lebt, sondern es wird zugeliefert von irgendwoher. Der Kalksandstein oder so kommt aus dem Obernberg oder das kommt daher oder italienischer Marmor und. Wo kommt das alles her? Oder ägyptischer Marmor oder ägyptischer Stein und so weiter. Das wird eigentlich alles von irgendwelchen Orten kommt das her, das dann in meine Stadt hineingebaut wird und so weiter. Und so läuft auch unser ganzer persönlicher Wohlstand ab. Der ganze Käse, die ganze Milch, wo kommt das eigentlich her? Das kommt ja nicht vom Bauern nebenan, sonst wird alles in die Großindustrie hineingemacht. Also ein Liter Milch stammt wahrscheinlich von 150 Kühen, was die Menschen trinken. Oder ein Joghurt, der stammt ja nicht von einer Kuh, die da jetzt mein Nachbarbauer hat und ich weiß genau, das ist die Kuh, sondern das ist auch wieder zusammengezimmert von 100 Kühen und daraus wird dann dieser Quark gemacht. Eigentlich völlig, völlig unnatürlich, nicht? Und bei Schnitzel, Pressfleisch wissen wir auch, das kommt von so und so viel Schweinen und so weiter. Und so wird das industriell verwertet und wir machen uns keine Gedanken mehr drüber. So, und wir sagen immer die scheiß Oligarchen. Die blöden, reichen Bonzen, die dann die Armee im Grunde gekauft haben oder die Armee dahin lenken und die Politiker sind dann die Marionetten von diesen Leuten. Und das war dort Hauptthema auch von dem, was der bekannte Musiker dort gesagt hat. Er hat im Endeffekt zielgenau gesagt, es ist der Finanzkapitalfaschismus der Oligarchen, der diese Kriege möglich macht, der diese Kriege auch produziert und damit muss endlich Schluss sein. Und dann fing er mit seinem Lied an und da habe ich gedacht, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist nicht die volle Wahrheit. Und wir haben seit Generationen, oder ich sage mal so, wir leben seit Generationen mit einer Ideologie, die immer gegen die Großen gesetzt ist, wo wir sagen, die Großen, die Reichen, die Mächtigen sind schuld daran, dass wir unterjocht werden, dass wir versklavt werden, dass die mit uns machen können, was wir wollen. Und wir müssen unser Leben an deren Autobahnen, nicht, an deren Rechtssysteme und so, an deren Konsumgesetze, an deren Bildungsgesetze, an dem Ganzen müssen wir unser Leben entlanghangeln. Und ich sage, das ist nur die halbe Wahrheit. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist wirklich nur die halbe Wahrheit. Ich will euch mal wirklich Folgendes zum Nachdenken geben. Sagen wir mal, Angela Merkel ist doof. Oder Liz Mohn, diese Stiftung, Reinhard-Mohn-Stiftung, wo die das Ganze macht und verwaltet und die ganze Vermögen von Reinhard Mohn und so weiter. Und wir sagen dann, die ist irgendwie doof, und weil die besitzt ja so und so viele Fernsehanstalten und die lenkt uns und so weiter. Das ist aber nur die halbe Wahrheit von all diesen Leuten. Wir kaufen ja diese Autos. Also ich kaufe das Auto. Ich kaufe die Kamera, ich kaufe die Blume, ich kaufe mir was zu essen, ich kaufe mir einen Flachbildschirm, ich kaufe ein Smartphone und ich kaufe das ja alles. Also wir kaufen das doch alles. Angela Merkel fährt doch keine 50 Millionen Autos. Die fahren wir doch, jeder Einzelne. Die Angela Merkel isst auch keine 5 oder 80 Tonnen Rindfleisch im Jahr. Das tun wir, das machen wir. Wir sind die Nachfrage. Wir sind die Verwerter des Verwertbaren. Also wir verwerten die verwerteten Rohstoffe. Wir tragen sie. Wir gieren danach. Wir rennen hinein. Die wenigsten von denen, die jetzt hier zuschauen, tun das in diesem exzessiven Maße. Das ist mir klar. In diesem exzessiven Maße, wie der Konsum funktioniert. Die meisten Leute konsumieren ohne Ende. Das tut ihr wahrscheinlich nicht, die ihr jetzt hier vor dem Bildschirm sitzt und das jetzt anguckt. Ihr habt das wahrscheinlich schon irgendwie dezimiert und minimalisiert vielleicht auch schon. Oder vielleicht auch autark. Vielleicht seid ihr auch schon autark, das weiß ich ja nicht. Ich will euch jetzt nicht ankreiden deswegen, dass ihr diejenigen seid, die da schuld sind. Aber das Gesamtvolumen der Bevölkerung der westlichen Welt macht ungefähr 950 Millionen Menschen aus oder 870 Millionen Menschen aus, also knapp eine Milliarde, jetzt Amerika und Europa und einige Länder dann im Baltikum und so weiter. Wir sind aber diejenigen, die das alles konsumieren.
Diese ganze Maschinerie, die geht los, weil wir leben wollen. Und weil wir auch festhalten an dem Leben, an dem wir selbst festhalten, wo wir denken, das ist die richtige Welt, das ist die einzig richtige Welt und es gibt keine Alternative zu unserer westlichen Kultur. Wir haben alles erfunden, wir haben die richtigen Werte, wir haben die richtigen Gesetze und so weiter. Wir haben die richtige politische Form und so weiter. Und das ist doch alles vollkommen gelogen, das ist doch alles überhaupt nicht wahr. Mein Konsumverhalten steuert die Gier der Oligarchen. Das ist die Wahrheit. Also, dass die Oligarchen daran schuld sind, dass wir in einer Welt leben, ja, die vom Finanzkapitalfaschismus geleitet und gelenkt wird, ist nur die halbe Wahrheit. Weil wir sind die Bezugnehmer des Finanzkapitalfaschismus. Jeder von uns hat einen Strohhalm und nuckelt an dem Finanzkapitalfaschismus. Das heißt, wir sind Teil dessen. Wir verursachen das, was John Ziegler sagt. Alle 8 Sekunden verhungert auf der Welt ein Kind unter 8 Jahren. Und heute ist es so, es gibt keine Fatalität mehr in Bezug auf verhungernde Kinder. Wir haben genug, wir können verteilen. Natürlich verteilen das die Oligarchen, die verteilen das aber nur in unsere westliche Welt hinein, weil wir still sein müssen, damit die überhaupt funktionieren. Die Produkte, die wir anziehen, die Kleidung, die wir heute anziehen, die kommt ja hauptsächlich aus einer Welt, wo Kinder arbeiten und zu Bedingungen, die suizidal sind, wo ganz viele Arbeitskräfte Suizid begehen. Ja, weil die unter menschenunwürdigsten Produktionsprozessen passiert. Und Deutschland ist in dieser Quälerei einer der Spitzenreiter. Die outsourcen, die sourcen ihre Firmen aus, wo es Gesetze gibt, ja, wo ich Kinder arbeiten lassen kann. Und hier in Deutschland erzählen sie natürlich Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte und was weiß ich noch alles. Und in Wirklichkeit sind das aber im Grunde genommen moderne Faschisten. Und wir nuckeln aber an deren Orden. Wir nuckeln an deren Sachen. Das ist eine Zeitschrift, die ich sehr gerne abonniere. Gehirn und Geist. Diese Zeitschrift fasst zusammen, was unser Gehirn und unsere Psyche so ist und macht die neuesten Erkenntnisse klar. Und hier ist zum Beispiel, das habe ich heute bekommen, Schlagwort Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Es gibt in der Hirnforschung Versuche, also Experimente, die man gemacht hat mit Kindern, mit Erwachsenen, longitudinale Studien, das heißt langfristig 20 Jahre lang Studien gemacht mit Kindern, denen man zwei Teller, also denen man im Wechsel zwei Teller gegeben hat. Auf dem einen Teller ist ein Berg von Marshmallows, also irgendeine Süßigkeit, sag ich mal, und auf dem anderen Teller ist gar nichts. Und natürlich nehmen die Kinder diesen Teller mit den Marshmallows. Und den Teller mit dem gar nichts schieben sie weg. Das macht ja alles Kind. Das ist fast 100%, die das machen. Jetzt kommt die Lehrerin rein, also die Versuchsleiterin rein und sagt, ich muss gerade weg, ich muss raus und ich bin in 5 Minuten da, aber wenn ich wiederkomme, darfst du 2 Marshmallows essen. Und dann geht die raus und stellt fest, also wenn man so alle Kinder zusammennimmt, stellt man fest, 80%, so 75, 78% aller Kinder greifen die Marshmallows, wenn die Frau weg ist und essen 2, 3 davon. Und tun dann so, als hätten sie nichts gesehen. Das kann man alles im Film sehen. Tun dann so und pfeifen so. So, die Leiterin sieht das natürlich. Und so 20, 30% der Kinder nehmen die nicht. Die nehmen kein Marshmallow, die schieben den Teller sogar weg und gucken absichtlich weg, damit sie nicht in die Versuchung kommen. Gucken so richtig so rum um den Teller. So. Und jetzt hat man festgestellt über lange Forschung mit den gleichen Kindern, dass die Kinder, die den Teller wegschieben und ihn nicht nehmen, dass sie erfolgreicher werden. Und die anderen werden nicht so erfolgreich, weil sie über eine Selbstkontrolle verfügen. Sie kontrollieren sich selbst. Sie kontrollieren das, was sie tun. Und die werden erfolgreicher. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt ganz viele Beispiele heute aus der Psychologie oder aus der Neuropsychologie, die in diese Richtung gehen. Es gibt also Menschen, die sich dermaßen selbst kontrollieren können,
dass sie diese Konsumdinge alle so nicht zu sich nehmen, wie ihre Gier halt eben funktioniert. Also sie sind nicht so, sie sind zwar gierig, aber sie sagen, nö, lieber jetzt nicht, hinterher kann ich mir dann, kann ich das viel besser machen. Hinterher kriege ich ja auch was, kriege ich ja freiwillig so. Das ist auch ein kooperatives Merkmal. Das ist auch ein altruistisches Merkmal. All die Dinge. Also es ist in Wirklichkeit soziale Kompetenz, die sich dahinter verbirgt bei diesen Menschen, die das dann können. Und die trainieren auf diese Weise ihre soziale Kompetenz. Und ich frage mich, das kann ja jeder eigentlich auch selbst. Wir können uns so kontrollieren, dass wir nicht nur sagen, die Finanzoligarchen sind daran schuld, sondern die tragen eine Teilschuld. Das sollten wir endlich einmal für uns selber auch festmachen. Zu sagen, die Finanzoligarchen und Obama und wie sie alle heißen mögen, wo wir ja gerne den Finger drauf zeigen und immer sagen, die sind schuld, dass ich so bin. Ja, das sind die nicht, denn ich bin mit dran schuld, dass ich so geworden bin. Ich kann ja auch sagen, ich mache etwas ganz anderes und gehe andere Wege. Weil die meisten Menschen denken, ich kann ja hier nichts machen. Was soll ich denn schon als Einzelner machen? Also man kann unglaublich viel machen. Natürlich bleibt man innerhalb der Matrix. Keiner kann die Matrix verlassen. Wir bleiben immer inside the box. Da bleiben wir alle drin, egal wer wir sind. Ja, weil wir alle in diesem System leben. Auch die autarken Menschen bleiben inside the box. Ja? Das ist wie ein Universum. Ich kann das Universum außerhalb des, ich kann einen Ort außerhalb des Universums gar nicht denken, weil ich inside the box im Universum bin. Und das ist mit unserem System ganz genauso. Ja? Aber ich kann es wirklich unglaublich dezimieren. Ich kann es ganz schön verkleinern und ich kann auch anfangen, Projekte anderer Menschen zu fördern. Die brauchen vielleicht dafür ein bisschen Geld. Dann spende ich ein bisschen. Und gebe das nicht immer für meine Gier aus. So als Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, aber das wisst ihr alle selber, das könnt ihr alles selber machen. Es geht um Selbstkontrolle. Es geht darum, dass ich mein Verhalten, mein Konsumverhalten, mein Verhalten hier auf dieser Welt auch selber kontrolliere und nicht sage, die da oben sind schuld und mache dann trotzdem mit allen weiter und sage, ich kann da nichts machen. Und das stimmt nämlich nicht. In diesem Teil sind wir mitschuld. Wir sind mitschuldig. Wir tun genau das Gleiche, was Hannah Arendt in ihrem Buch Die Banalität des Bösen beschrieben hat. Wir sind alle Teilmitglieder des Systems. Und wenn wir so tun, als wenn wir ganz normale Menschen wären, als wenn wir ganz normal wären und wir haben an diesem, was außerhalb unserer Grenze passiert, nichts zu schaffen, also Stichwort Flüchtlinge, also kein Flüchtling ist der beste Flüchtling, also es ist jetzt ein Paradoxon, was ich sage, aber kein Flüchtling ist doch viel besser, als dass es überhaupt Flüchtlinge gibt, denn das bedeutet, es gibt keine Kriege. Darauf will ich hinaus. Nicht auf den Humanismus, sondern auf die Strategie, die Flüchtlinge produziert. Produziert werden die durch Kriege. Produziert werden die aber auch dadurch, indem ich ihnen alles wegnehme. Ich brauche ja nicht mal mehr Kriege machen, aber ich mache den Sozialkrieg oder den materiellen Krieg, indem die ihre materiellen Güter gar nicht bekommen. Oder indem die zwar auf Ölfeldern leben, ja, aber das Öl kostet dort, was weiß ich, dreimal so viel wie hier oder das Doppelte wie hier. Obwohl die das für 10 Cent oder 5 Cent haben könnten. Und die können das aber mit ihrem Geld, was sie verdienen, sich gar nicht leisten. Die ganzen Güter, die dann über uns gemacht werden, über uns produziert werden. Und die Diktatoren kriegen dann irgendwelche Supervillen und irgendwelche Millionen und so weiter. Das ist auch ein Grund, warum die kommen. Weil die Wirtschaft, dieser Wirtschaftskrieg, den wir haben, ist ja nicht nur ein Bombenkrieg, sondern es ist auch ein Wirtschaftskrieg, der über die Finanzoligarchen weltweit geführt wird, indem man diese Rohstoffe nicht nur ausraubt, sondern indem man den Ländern, die wenig haben, auch gar nichts mehr gibt. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Lebensmittelspekulanten und so weiter, nicht? Das ist ja alles auch gemacht worden. Man kann ja heute auf alles spekulieren, nicht? Und wir machen das aber mit, indem wir das alles irgendwie über uns ergehen lassen und so tun, als wenn wir nichts machen könnten. Wir können eine richtig große Menge an Dinge tun, aber wir tun es alle nicht. Und das ist etwas, wo ich denke, wir müssen runterkommen von dem Glauben, dass die da oben schuld sind an unserem Leid. Wir müssen runterkommen von dem Glauben, dass die da oben schuld sind an meinem kleinen Weg, den ich gehen kann. Das ist nämlich alles nur eine Illusion, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich will, kann ich immer noch vieles tun. Also ich sage euch immer, ich bin eins der besten Beispiele, dass es funktioniert, denn ich habe das alles getan. Fernab von diesem System meine Wege gemacht. Natürlich bin ich innerhalb des Systems und bin mit bestimmten Dingen auch im System drinne und mache dieses System auch mit. Natürlich tue ich das, das tut jeder von uns. Da kann man noch so wenig im System mitmachen, aber wenig bedeutet immer noch im System sein, ja? Das ist wie wie auf der internationalen Autoausstellung, und da werden dann die besten schadstofffreien Autos produziert. Ja, das beste schadstofffreie Auto ist das Auto mit den wenigsten Abgasen. Und dann kommt der andere daher, der sagt,
Nein, das Beste, was du machen kannst, ist ein Fahrradfahren, denn das produziert gar keine Autos. Und jetzt komme ich daher und sage, der Fahrradfahrer ist auch nicht der Richtige. Der Fußgänger ist eigentlich der Richtige. Der verbraucht noch weniger als der Fahrradfahrer. Aber gut, das ist jetzt Pfennigfuchserei. Also, um zum Schluss zu kommen, nehmen wir nochmal das Beispiel, ich erkläre die Welt, das Leiden der Welt, indem ich auf die Finanzoligarchen zeige, indem ich auf die Marionettenspieler zeige, die sogenannten Politiker. 0,00001% der gesamten Menschheit dirigiert den Rest über die Handelswaren, über die Banken, über das Finanzkapital. Es ist ein ganz, ganz kleiner Haufen. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner Haufen Menschen, der alles dirigiert. Und zu diesem kleinen Haufen sagen wir, die wir nun fast 7 Milliarden dagegen sind, ne? Sagen wir, wir können nichts machen, macht mal weiter. Ich kann nichts machen, macht mal weiter? Wie, was, wie? Ist das jetzt, sind wir alle im Stockholm-Syndrom? Ja, lieben wir unseren Peiniger? Tun wir so, als wenn das ein tolles Ding ist, was er tut? Ja? Die Finanzoligarchen sind nur die halbe Wahrheit auf das gesamte Problem. Wir sind aber die andere Hälfte des Problems. Und ich sage, 50-50 ist dieses Problem. Wir selbst sind 50% dieses Problems selbst. Und 50% sind das die Oligarchen. Das sind nicht 100% und wir sind auch nicht die 99%. All das ist Schönschreiberei. Das existiert nicht, weil in Wirklichkeit gibt es kein mathematisches Modell, das uns sagt, wir können etwas besser machen, sondern es gibt immer nur ein inneres Modell. Es ist unsere Seele und unsere Psyche, es ist unser Verhalten. Unser Verhalten, das wir nach vorne bringen können oder das wir zurücksetzen können. Und ich möchte euch dazu ermuntern, euch selbst zu ändern. Ändere dich selbst und du änderst die Welt. Ändere genau das in dir, was dazu geführt hat, wo du sagst, ich kann es nicht ändern. Du kannst es ändern. Du kannst alles ändern.